Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Rainbow Six Siege. Und an meiner Seite mal wieder der Klugi. Und ich konnte gerade auf eine Sekunde genau nicht mein Charakter wählen. Hallo! Hallo. So, ich glaube, ich nehme mal die gleiche Waffe wie eben. Die war eigentlich ganz geil. Die AUK 2 ist ziemlich cool. Von den Deutschen natürlich. Nein. Nein. Österreicher. Achso, ja, sage ich ja. Aber diese zählen offensichtlich hier zu den Deutschen. Zumindest benutzen die Deutschen anscheinend die österreichischen Waffen an der Stelle dann. Ja, also ich habe einen Charakter gekauft für den Angriff diesmal. Fuse heißt der, glaube ich. Der kann so eine Granaten benutzen, den Moss Bayer da gerade vor mir hat. Der hat so eine ziemlich coolen Granaten. Aber der wurde jetzt gerade weggeschnappt und man hat dann halt eben Pech einfach, wenn man nicht schnell genug ist. Dieser I-Bet Wolf glitscht hier so ein bisschen rum. Okay, wir gehen einfach direkt. Oh, das ist ja auch richtig geil. Puh. Die Sandsäcke kann man nicht so einfach kaputt hauen, ne? Nee, die kann man glaube ich gar nicht. Oder rastet einer richtig aus? Geh mal hoch mit zu dir. Ich schon ein kribbeln in den Fingern. Komm mit rein. Ich höre einen schwer atmen. Komm runter. Alter. Ich will Action ab unten, dass da oben einer mehr ist. Ja, also ich bin ja scheinbar auch Aristant in Sack. Jo, ich hab ihn weg. Einfach nur die Gegner ausschalten. Exakt. Dieses Mal gibt es eine bestimmte Anzahl an Gegner und man muss die mal ausschalten. Blendgranate. Oder man wird ausgeschaltet. Ja, oder man wird ausgeschaltet, aber ich lebe noch. Und ich bin genau dahin gelaufen, wo ich wollte. Ich komme zu dir runter. Das ist ein relativ simpler Modus. Wir haben noch 11 Feinde verbleibend. Nur einer Bau. Soll ich zu dir kommen? Alles gut. Ich komme trotzdem zu dir. Ist irgendwo Bombe. Warte. Ja. Oh, nee. Ich glaube, da im Schrank, ja, exakt. Fünf Feinde sind's noch. Sprengladung wird eingesetzt. Wird da nicht reingehen? Jo, mach. Da ist er nach. Sehr gut, weiter. Hier ist wieder ein Sprengsatz. Vier. Gegner übrig. Okay. Streusprengsatz aktiviert. Bei uns ist einer. Mhm. Oh Gottchen, was passiert denn hier? Das Gebäude stürzt bald ein. Okay, ich hab ihn. Unnötig Munition verballert und vor der Ring geschossen. Aber ich hab ihn. Und den auch gleich. Lebst du noch? Sehr gut. Ja, ich auch. Boah, erfolgreiche Runde. Das ging ja echt richtig flott. Der stand ja direkt vor dir. Oh Mann. Warte mal, ach, siehst du immer, ich hab's schon nicht auf. Hey, es ist echt dumm. Es ist wirklich irgendwie so ein Backenspiel oder so. Dass du die Leute manuell alle nochmal stumm schalten musst. Zumindest auch dich, Klugi, das ist total bescheuert. Sobald man Mikro angeschlossen hat und über TS mit jemandem redet zum Beispiel, während man das spielt, sendet man automatisch und man kann es irgendwie nicht richtig ausstellen. Das ist auch ein bisschen buggy noch. Das ist halt echt, keine Ahnung, ein bisschen seltsam. Okay, warten. Treten einer neuen Session bei, wieder Terroristenjagd. Also gleicher Modus wie eben. Und wieder auf normal. Also ich finde, so langsam könnten wir auch mal auf einen höheren Schwierigkeitsgrad stellen, habe ich das Gefühl, zumindest im PvE. Ja, halt mal probieren. Weißt ja noch, wie es realistisch ausgegangen ist damals. Ja, schon. Aber da waren wir dann bloß noch zu dritt zum Ende, ne? Weil zwei rausgegangen sind. Klar, realistisch ist nicht so ist jetzt, aber realistisch halt auch das Schwierigste. Ich rede ja nicht davon, gleich irgendwie den realistischen Modus zu nehmen, sondern halt einfach dann vielleicht einen höher oder so, weißt du? Ja, klar, stärker können wir gerne probieren.
Ja. So, also du gehst wieder mit Schild wahrscheinlich, oder? Nein, ich bin wieder Glas. Was? Oh, warte, dann schnapp ich mir mal ein Schild. Nee, du hast doch ein Schild. Jetzt habe ich ein Schild. Ach, nicht so. Zwingend, ich kann aussuchen, ob ich mit Schild reingehen würde oder mit einer Primärwaffe. Dann dachte darauf, dass du hinter mir bleibst und ich gehe mal gehockt nach vorne, um uns beiden Deckung zu geben. Okay. Wir müssen die Geisel lokalisieren. Ja, sehr geil. Sehr, sehr geil. Ah, guck mal, wir sind, wie es ausschaut, in Moskau, würde ich sagen. Ja, das stimmt. Cool. Sehr hübsch. Map kenne ich noch gar nicht. Und so winterlich auch. Das ist sehr geil. Und, ach, wir müssen Geisel evakuieren diesmal. Das könnte natürlich, ne? Wollen wir links rumgehen oder? Okay, rechts rum. Hör mal in der Küche. Hm, ich bin bei dir. Kann da zu sein? Rechts rum ist sicher. Wie geht's noch links weiter im anderen Raum? Hab ihn. Lebst du noch? Bin nicht da gewesen. Okay. Noch die andere. Oh, Paprika. Okay. Ach cool, wie das Team zusammenbleibt. Das funktioniert ganz gut. Sehr schönes Gebäude. Könnte man wohnen. Ja, wirklich hübsch. Gut, ich würde jetzt hier nicht wohnen wollen. Das ist dann mir schon wieder zu High Society. Zu bonzig, aber... Ist das schon gut? War ein bisschen spät. Also, übrigens, nachdem wir schon 10 Minuten eine Granate legt, hier ist übrigens eine, gib mal eine. Oh, Springtrieb. Alter. Puh. Habe ich Glück, dass ich Schild habe, sonst wäre ich jetzt tot. Wollte krass sagen. Oh, mein Schild hat jetzt so einen Riss bekommen, sieht richtig edel aus. Ist echt gut animiert und so. Ich guck mal einen Blick nach oben, nicht, dass da gleich ein Gegner kommt. Ich weiß, ob ich zu euch da runter komme, oder? Ich komme zu euch da runter, ja. Die Geisel schon lokalisiert? Geisel lokalisieren. Was ist die Geisel? Boah, ich wollte gerade der Geisel einen Headshot geben. Oh, ich habe gerade überlegt, ob das ein... Okay. Coole Anrichtung hier. Ah, ich komme jetzt durch den Kamin. Sehr geil. So, Geisel haben wir. Nimmt die eine noch mit? Magst du die mitnehmen oder wer nimmt die? Ja, gut. Ich kann die auch nehmen. Ich habe ja ohnehin bloß eine Pistole. Geisel gesichert. Okay. Zum Evakuierungspunkt gegeben. Vor. Feinde nähern sich. Die Geisel muss gesichert werden. Okay, müssen wir Deckung geben. Schon klar. Nicht aus dem Fenster raus. Hab ihn. Okay, ich deck links rum. Links rum scheint erst im ersten Blick sicher. Wieder nach. Wie auch er das gerade gemacht hat. Der Schild runtergenommen, zwei hinten die Waffen nachgeladen, das Schild nebenbei noch gehalten. Das war sehr beeindruckend. Okay, wir gehen durch die Fenster, okay. Blau geblendet. Sind sie da? Rechts sind Gegner. Ja, ich hab die Geisel dabei. Ich lande jetzt darüber. Fuck, ich muss nachladen. Okay, ich bin unten. Okay. Gute Arbeit. Sehr gute Arbeit. Wow. So, gegen KI stellen wir uns eigentlich ganz gut an dazwischen. Wir können ja gerne nochmal einfach das gleiche nochmal irgendwie auf schwer versuchen, oder? Hast du Bock? Okay, wir machen. Ja, also ich denke mal, oder... Ja, okay. Gott, ey. Okay. Ja, hat gut geklappt auf jeden Fall. Das war echt mal ein cooles Spiel. 13-0. Alter, wieder die Leute echt teilweise da oben, ne? 13-0. Ist so krass.
Wir müssen zurück zum Menü jetzt, um das zu machen, ne? Weiß gar nicht, eigentlich müssen wir das weiter. Achso, nee, stimmt, wir wollten ja wechseln. Ah, um Schwierigkeitsgrad zu erhöhen, müssen wir, glaube ich, nochmal zurück zum Menü, ja. Und dann müssen wir aus der Dings. Oh, hey, das ist so doof gemacht, ehrlich. Das, warte mal. Spiel einladen und hier kann ich jetzt wieder bloß die Maus benutzen. Das ist echt, echt doof. So, hast du die Einladung bekommen? Ja, habe ich auch schon angenommen. Okay, gut. Ich mache Multiplayer. Ah, nee. Ui, Terroristenjagd wollten wir machen. Multiplayer dauert bloß wieder ewig. Das wird jetzt, glaube ich, ein bisschen knapp von der Zeit, aber nächstes Mal gerne auch wieder Multiplayer. Ansonsten ist mal auch schwer wieder Terroristenjagd. Bin gespannt, wie lange es dauert, bis wir hier neue Leute finden. Also, eventuell haben wir demnächst dann mal ein paar mehr neue Spieler. Ich werde mich auch mal schlau machen, ob wir noch ein paar andere irgendwo Leute finden. Wenn jemand von euch das spielt und gerne bei der Aufnahme mit dabei wäre, kann er mich gerne mal anschreiben. Und ansonsten, ja, ich denke mal, das ist halt einfach witziger, wenn man sich zu fünf wirklich absprechen kann. Und das ah, wir spielen ähnlich. Jetzt Protect Hostage. Oh, das ist ja interessant. Okay, cool. Also einmal jetzt Arke, das ist jetzt sehr schön. Sehr, sehr, sehr angenehm. Ja, mal was anderes auf jeden Fall, das finde ich auch cool. Ich werde mal wieder ein Schild nehmen. Das finde ich immer ganz cool. So, bevor wir starten. So, ich habe wieder gesagt, den Rook, ich kann Schutz, also Rüstung verteilen. Ja, du hast den wieder weggenommen. Da ist wieder einer wieder rausgegangen gegen dir. Macht man doch nicht. Ja, sorry, ich nehme einfach meinen Charakter. Also ich verstehe Leute nicht, die dann rausgehen. Man hat einfach einen Rekrut und man schaltet sich mal einen zweiten Charakter frei. Was macht denn Smoke nochmal? Ich habe das schon wieder vergessen. Irgendwas mit Rauch, was kann der machen? Informiert sich neu. Bereich sichern. Giftgas. Du bist ein echter verrückter Bastard. Ich tue, was okay, von mir platzierst du das direkt oder wie funktioniert das? Oh, kann ich direkt platzieren. Oh, das Band ist ja richtig über die Fliesen. War schön. Ist eifersüchtig? Ja, die sehen richtig gut aus. Ja, das Bad ist echt nice, das stimmt schon. Kann ich das Fenster hier zumachen? Wollte ich das Fenster nicht schließen? Ich mach das Fenster mal zu, oder? Also wir haben jetzt leider keine Klassen. Fensterbarrikade bereit! Feindliche Angriffe. Bis auf uns haben wir keine nützlichen Klassen. Ja. Wir sind mies. Ich glaube, da gehen wir nicht so weit nach unten, oder? Oh, die kommen runter. Ich hab einfach gespitzt. Drei Gegner übrig. Ich hol dich mal erstmal hoch. Ich brauche Deckung. Danke dir. Hast du etwa einen Skin auf deiner Waffe drauf? Ja. Schäm dich. Die Bedrohung wurde eliminiert. Schäm dich, ich bin nie wieder mit dir. Bereich verstärken, der Feind formiert sich neu. Die nächste Welle, also man hat fünf Wellen, wie es aussieht, und die werden wahrscheinlich auch jedes Mal ein bisschen stärker. Leute mal markieren, dass sie hier auf meine Sachen zugreifen können und sollten. Ich muss mich mal auffüllen. Hm? Dauert zu lange, schaffe ich gar nicht. Sind die Geiser aber auch nicht woanders hinsetzen können? Feindliche Angriffe, man kann es bereit machen. Nee, können wir nicht. Das ist ja praktisch mal eine andere Ecke oder ein anderer Raum, der sich besser verteidigen lässt. Von woanders. Okay, bei Halbanna kommen auf jeden Fall welche. Oh Gott, und hier im Raum im anderen, wo ich gerade reingeschossen habe. Etliche. Warte. Danach. Komm oben. Mit Schild. Von unten meine ich. Sie sind hier! Sie landen da! Auf! Ich hab einen eigenen getötet. Die Geiser sichern. Jetzt habe ich noch 43 Leben. Ich wurde von einem eigenen getötet. Echt? Oh, bist du ganz raus jetzt? Ja. Oh, das ist ja super. Okay. Toll. Da hab ich für den Gegner gehalten. Offensichtlich, ja. Ich brauche noch nicht nachladen. Ich hab noch mehr zu genug. Boah, ey. Super. Okay, das heißt, wir spielen jetzt bloß noch mit drei Leuten. Und einer davon ist fast tot und ich bin auch nicht mehr zu fit. Na gut, wenn das mal was wird. Das mit den Wellen, das gefällt mir. Hm, das finde ich auch ganz cool. Stehe ich drauf.
Ghost Recon Future Soldier damals richtig geliebt, da hat es auch so einen Wellenmodus gehabt. Ist zwar relativ simpel Spielmodus eigentlich für Entwickler, weil die halt einfach nur eine Map machen, wo du dich die ganze Zeit verteidigen musst. Aber dass du dich halt entsprechend Teams verteidigen musst und so, ist ganz cool trotzdem. Oh, oh. Ja, von hinten, von hinten, von hinten, von hinten. Was sind bei dir von hinten? Durch Fenster. Oh shit. So, ja. Der letzte? Shit, Alter, ich muss beide hochhelfen. Zwei Feinde noch, das schaffe ich doch im Leben jetzt nicht. Na, keine Chance. Ist. Die Waffe verzieht viel zu sehr, die P90 ist nicht so cool wie in anderen Games. Die zieht ganz schön stark nach oben. Ja gut, bei der Feuerrate ist es... Ja, ja eben. Vor allem mit den 50 Schuss, das ist schon ein ziemlich gutes, eine ziemlich gute Maschinenpistole. Ah, schade. Na gut, aber war zu erwarten. Ich meine, wie gesagt, wir waren noch drei Leute, bloß haben mit vier angefangen, das war schon... Okay, aber war halt mal ein Versuch auf schwer. Nächstes Mal kriegen wir es vielleicht hin, auch alle drin bleiben. Und Kluge nicht von einem eigenen Typen erschossen wird. Und dann hoffe ich, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn es so war, schenkt mir doch einen Daumen hoch. Ciao.